herzlich willkommen zu den beiden. Heute gibt es den großen Booster-Test 2.0, nicht wahr? Hatten wir uns sehr, sehr lange vorgenommen. Richtig. Ja, wir hatten schon mal einen vor 3 Jahren, dementsprechend. Was mir beim letzten Booster-Test aufgefallen ist, der kam im Sommer 2017. Da gab es viele Kommentare, warum ist da Booster Fire und Booster Eis nicht mit drin? Die kamen dann im Herbst 2017 auf den Markt, also guckt lieber jetzt direkt auf das Veröffentlichungsdatum, bevor ihr im Januar 2021 fragt, warum eine eventuelle Winter Edition 2020, die noch gar nicht da ist. Richtig, genau. Wir haben bis nämlich Standpunkt jetzt, wo ist mein mobiles Telefon? Wir haben nämlich heute den 17. Juli 2020. Dementsprechend ist leider nicht möglich, eine Winter Edition 2020 vorzustellen. Es gibt auch Sorten, die haben wir hier im Test, die gibt es auch gar nicht mehr. Zum Beispiel die Winter Edition 19, Summer Edition 2018. Ja, deswegen, hier habt ihr schon den fast größten Booster-Test, würde ich sagen. Es gibt ja zwei Sorten, gibt es ja aktuell nicht mehr, die es früher gab. Einmal den grünen, Green Grass, und einmal den gelben, ja. Thunderstorm. Ja, die gibt es nicht mehr, die können wir auch nicht mehr testen. Thunderstorm wolltest du, glaube ich. Ne? Thunderstorm war echt lecker, die gibt es nicht mehr, die können wir auch nicht mehr testen. Deswegen haben wir nicht alle Booster, die es gibt. Also die wir jetzt aktuell beschaffen können. Genau, Punkt. Genau. Es gab hier nochmal eine Winter Edition mit Blueberry Vanilla 2016. Ich kenne jemanden, der die voll hat, aber kommen wir nicht mehr dran, weil sie nicht verkaufen will. Ist halt so. Mhm. Kaffee gab es auch mal, zum Glück haben wir die nicht mehr, die war zum Kotzen. Ja, Booster Fire und Booster Eis gab es halt noch. Ne? Aber ich sag mal, wir haben mehr, als man momentan bekommen kann. Es sind 12 Dosen, das ist schon eine ganze Menge. Richtig. Und ich hoffe einfach, ihr freut euch trotzdem. Ich finde, das ist dann doch schon eine relativ große Auswahl. Richtig. Wollen wir mit Classic anfangen? Ja, fangen wir mit Classic an. Wenn wir nur 33 Minuten speichern, deswegen das jetzt hier. Hast du mal das durch hier? Ja, Boost ist eine etablierte günstig Energy-Drinkmarke. Handelskette von Edeka und sollte jeder kennen. Von Veritas Vertriebsgesellschaft. Genau. Es ist halt über Edeka selber. Genau. Wird es vertrieben, Edeka verkauft. Ne? Bei Trinkgut ist das auch. Genau. Okay, es riecht einfach nach typisch Booster. Ja, jeder weiß, wie das riecht und schmeckt. Ne? Jeder, der dieses Video guckt, weiß, wie ein Booster riecht. Punkte? Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Es ist einfach Booster. Ich finde, Booster hat einen Eigengeschmack. Ja, er schmeckt nicht wie Monster. Er schmeckt nicht so süß wie Monster. Ich finde ihn angenehm. Ich würde 6 zu 10. Ich hatte Carabao auch geschmeckt. Ja. Ich würde 6 von 10 geben. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich gebe ihm eine 8 von 10, muss ich sagen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Für den Preis ist er voll okay. Auf die anderen Sorten gehen wir mehr ein. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir raschen jetzt hier so durch. Ne? Ja, genau, aber den kennt wahrscheinlich einfach jeder. Zum klassischen Booster brauchst du noch nicht viel zu sagen. Absolut. Also die Schose von eben halt ohne Zucker. Da weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir den öfter geholt, weil 10,4 Gramm Zucker. Weil, ja, ich finde, man sollte nicht zu viel von denen konsumieren. Ne? Es ist... Ja, wenn ich Energies trinke, dann meistens ohne Zucker, weil... Es riecht wie der halt ohne Zucker, ist halt so. Es ist halt, sagen wir mal ehrlich, zu viel davon, das ist scheiße ungesund, weil... es hat zu viel Zucker, so, ne, und das ist halt schon etwas gesünder. Ja, wir laufen hier nicht alle aus, ne. Da riecht wie der normale ohne Zucker. Ja. Schmeckt lasch, ich mag den nicht, ich mag den überhaupt nicht. Wenn du zuckerfrei leben möchtest, wenn du auf Zucker verzichten möchtest, dann kannst du das trinken, wenn du dich damit abfindest, dass es dann schlechter schmeckt als Original. Aber den gibt's ja, und den gibt's ja auch als XXL-Dose mit 0,5, ne? Mhm. Immer so ein kleiner Runt. Manchmal gibt's auch 1-Liter-Dosen. Oder mal ein Booster-Glas gibt's dazu. Ja, da habe ich auch welche von. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Sind die hier mit drin? Ich hätte mal mitnehmen müssen, als hier zu Hause Booster-Gläser. Die gibt's hin und wieder mal, die gibt es auch erst seit 2 Jahren oder so, vorher gab es die auch noch nie. Hier ist ein Riegel drin, hier ist ein Proteinriegel drin. Der ist im Mai 2017 abgelaufen. Gut, Freunde, wir werden jetzt trotzdem aus dem Glas trinken, weil wir euch die Farbe zeigen wollen. Genau. Was gibst du dem? Ich gebe dem, ja, 3. Ja, 3 von 10. Mach du mal den nächsten aus. Ja, okay. Absolute Zero Exotic, also müsste genau der sein, nur halt Zero. Wir haben den jetzt dahingestellt, weil es optisch besser aussieht. Genauso wie hier auch die Cola steht und hier die Cola. Die einfach nur Real Cola. Hier ist auch Watermelon, hier ist Watermelon. Wir haben es optisch angeordnet, nicht nach Sorten sortiert. Genau. Die gab es Ende 2018, glaube ich. Und dann zwischenzeitlich wieder. Nee, doch, die gab es Ende 2018 und Mai 19 oder so. Ich weiß das gerade gar nicht, keine Ahnung. Die habe ich mir sehr gerne geholt. Zum einen, weil ich Exotik mag ich total gerne den Geschmack. Und es ist halt auch ohne Zucker gewesen. So, du hattest kein Kanschek. Du hattest kein schlechtes Gewissen. 0,5 Gramm Zucker.
Also nicht Absolut Zero, weil ja, du mal rüber geschafft. Aber weil du zuckerreduzierter Energy Drink genießen konntest, ne? Riecht 1 zu 1 die Fanta Exotik, finde ich. Das ist typisch Exotik. Richtig. Brauche ich nichts zu sagen. Ich denke, die meisten werden den kennen und riechen. Aber das sieht aber auch geil aus. Ja? Man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man ihn trinkt. Aber ich mag ihn nicht. Er schmeckt nicht so geil wie den. Nee, ja. Geschmackstechnisch schmeckt er wirklich echt lascher als Original-Exotik. Der ist halt echt ein bisschen schlecht. Oder ein bisschen schwach im Geschmack. Wirklich. Ich persönlich. Boah, die Belichtung jetzt anzupassen, ist so scheiße. Wir haben so eine scheiß Uhrzeit, ne? Ich geb dem eine 5 von 10. Ich geb dem eine 3 auch. Als nächstes kommt, oh, Cola, da freue ich mich jetzt drauf. Warum Dirk kein rotes Top hat, weiß ich nicht. Also, Tab meine ich. Mhm. Ich freue mich auf Real Cola, finde ich so, finde ich sehr geil. Der ist aber auch geil. Ja. Den habe ich, also Cola, Normal Cola, habe ich schon ewig nicht mehr getrunken, weil, wenn ich mir Booster Cola hole, dann hole ich mir Real Cola. Ne? Die ja mit dem L drauf. Ein bisschen so wie Sirup Cola, wie McDonalds Sirup Cola, also sogar billig. Würde ich jetzt mal kennst sagen. Kennst du diese Wassereisstäbe? Ja, genau. Genau so. Ja. Genau so. Dieses Cola-Eis, ne? Mhm. Auch kaum Kohlensäure drin, finde ich. Ja, ne? Ja, klassischer Cola-Sirup. So schmeckt das. Jetzt nicht schlecht, aber auch nicht ultra gut. Ich würde dem 4 von 10 geben. Und die auch besser. Ich habe die besser in Erinnerung. Die kam ja im August 2016 raus. Ja. Das ist krank, dass ich alle Releases weiß. Lass die mal ein paar Stunden stehen. Ich glaube, der schmeckt dann echt. Wenn du die einen Tag offen stehen lässt, schmeckt die wie die. Ja. Was gibst du denen? Eine 4. Ja, ich habe auch 4 gesagt. Watermelon. Das ist Watermelon. Die ist sehr umstritten. Die habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen, tatsächlich. Ist sehr umstritten. Irgendwie, einer mag es, der andere mag es nicht. Ja, Wassermelonengeschmack in den Getränken kannst du halt schlecht nachstellen. Weil guck mal, was ist das, was an der Wassermelone Geschmack hat? Es ist nicht das Fruchtfleisch, es ist der Zucker. Eine Wassermelone an sich schmeckt nach nichts außer nach Zucker. Ja. Riecht nach Klischee Wassermelonen nachmache, nach diesen Kaugummis. Ja, richtig künstlich süß, also richtig künstlich süß erzeugt. Ist ja kann man überhaupt so weit weg. Kann man schlecht beschreiben. Aber das ist Booster Watermelon. Aber hier ist wirklich Klischee Wassermelone. Schmeckt oder riecht einfach ultra süß. Ja. Es gab ja Watermelon schon 2018 und 2019 als Summer Edition und jetzt gibt es sie halt, hat sich anscheinend relativ gut verkauft, deswegen haben sie die jetzt mal so auf den Markt geworfen, um zu gucken, wie das geht. Los geht's. Schmeckt so, boah, ich mag's nicht. Ich mag's nicht, muss ich sagen. Das ist mir zu süß. Ja, schmeckt viel zu süß. Schmeckt viel zu süß. Aber es sind nur 9,6 Gramm Zucker auf einer Milliliter. Weniger als eine normale Booster. Aber normal. Es ist quietsche süß. Ich glaube, wenn du mehr davon trinkst, kriegst du Bauchschmerzen. Zwei, drei, ist es mir zu süß. Hätten die weniger, dieses. Das schmeckt halt wie krampfhaft versucht. Ja, ja, genau. Ich geb dem Dunkeln, Alter. Ich geb dem 3. Juicy? Da Tanzverbot jetzt 200 Dosen von bekommen? Das ist eine davon. Nein, Spaß. Juicy ist einer meiner Favoriten. Ja? Ja, ich find's. Ist halt klassisch, ne? Wenn man was Wuchtiges haben möchte, kannst du ja nochmal dran riechen. Das wäre ganz geil, ja. Ja, aber dann ist halt. Boah, weißt du, wie das riecht? Kennst du diese Lidl-Lollis mit der Giraffe auf der Packung? Genau wie die mit Kirsche, so kirschmäßig. Ja, kennst du diese von früher noch? Diese. Oh, es gab ja immer diese kleinen Kirsch-Lollis in so irgendwelchen Plastikbeutel. Ja, so riecht das. So riecht das, ne? Ja. Ja, es ist halt einzigartig. Wie ein Booster Juice riecht wie kein anderer Beeren- oder Frucht-Energy. Wobei doch, ich glaube, der Relentless Berry Juice roch so. Nee, der raucht mehr nach Marmelade, weißt du? Da warst du voll am Ende, weil es nach Marmelade gerochen hat. Ja, genau. Im Abgang relativ bitter, finde ich. Ja, Granatapfel Cranberry. Schmeckt auch so. Mag ich persönlich nicht so sehr, muss ich gestehen. Nee, also ich finde, wenn man. Ich sehe Lust auf. Vier. Oh. Wenn man Lust auf ein bisschen Juicy. Ich hätte gerne sowas mixed, so Berry Juice-mäßig hätte ich gerne mal von Booster, muss ich gestehen. Ich finde, der ist. Der hat seine Berechtigung und kriegt von mir 5 von 10. Ja, Juicy, der ist 5 von 10. Ist jetzt nicht das Allergeilste, aber wenn man ein bisschen was Fruchtiges haben möchte, geht das von. Da wird nicht 1% echter Saft drin sein. Exotik? Also praktisch das hier. Mit Zucker! Ich sag dir jetzt schon, der wird sowas von anders schmecken wie ohne Zucker.
Ja. Der hat ja 0,5 Gramm Zucker und ja. 10,4 wie der Originale. Ja, aber der schmeckt viel, viel, viel besser. Der riecht. Riecht der 1 zu 1 oder riecht der anders? Der riecht intensiver. Der ohne Zucker riecht intensiver als der mit Zucker. Aber der Geschmack würde ich echt ein bisschen. Ist jetzt ananasmäßig einordnen. Ja. Ja, mit mehr. Also nicht. Ich würde nicht sagen Ananas, obwohl da hinten steht Maracuja. Aber ich finde auch, dass er auf jeden Fall mehr von Ananas und sowas hat. Das war wirklich damals, als ich das allererste Mal mit Energy in Berührung gekommen bin, wusste das halt auch, dass der erste Energy Drink, den ich jemals getrunken habe. Und Exotik war jahrelang mein Lieblings-Energy Drink. Hier hinten steht ja Maracuja drauf, mal gucken, ob das stimmt. Finde ich, kann man trinken. Ja. Der war echt, also absolut Zero. Exotik war halt. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Nee. Der schmeckt dir was völlig anderes. Er hat kein bisschen von diesem Maracuja-Zeug. Hier da hinten Maracuja drauf. Er enthält von Natur aus Zucker. Deswegen die 0,5 Gramm. Hier steht aber nichts von Maracuja drauf. Das ist auch eher wie hingematscht irgendwie und nicht gewollt irgendwie so, ne? So mit gar keiner. Ich sag's immer wieder, Zero Zucker, Zero Geschmack. Die mag ich auch nicht. Mit gar keiner Liebe irgendwie mehr. Mach ich aber auch nicht. Nee. Ich gebe eine 4. Der kriegt von mir eine 7 von 10. Also von Booster mag ich echt die Cola? Ja. Und den eigentlich. Also der kriegt von mir eine 7 von 10. Einfach weil ich den Geschmack halt muss. Kenne und mag und so weiter. Jetzt kommt das nächste hochkarätige. Ultimate. Ah. Mangomate. Oh, ich freue mich schon so drauf. Ne? Den haben wir hier direkt zweimal. Der ist aber auch schon ein bisschen was älter, ne? Von welchem Jahr? Was ist denn? Weißt du das noch? Letztes Jahr. Glaube ich. Letztes Jahr? 2019, ja. Der ist schon ein bisschen älter. Nein, gibt's auch. Alter, riecht man, der riecht voll ekelhaft. Ja, der schmeckt auch ekelhaft. Ja, der. Ja, keine Ahnung. Der riecht halt nach Mate und ich mag keine Mate. Also das ist halt das Ding. Ich habe mir den damals ja auch mal geholt gehabt, ne? Ja, den haben wir auch schon 5-mal gefühlt getestet, ne? Und ich mochte den gar nicht, weil die. Ich bin kein Mate-Freund und der schmeckt halt auch nicht. Echt. Ich hasse Mate. Echt heftig nach Mate. Richtig. Aber es ist halt so ein persönliches Ding. Boah, nee. Vergiss es. Nee. Sorry, mag ich nicht. Kriegt von mir einen Punkt. Von mir auch. Geschmack. Ich mag es aber nicht. Ich bewerte es wieder zweimal. Für mich persönlich einen Punkt, Mate umgesetzt 3. Weil es ist gut umgesetzt, ich mag es aber persönlich nicht. Ich würde von der Umsetzung ja sogar irgendwie. Ja. Eine 6 oder so geben. Also schon höher, weil Geschmack dir also. Schmeckt halt nach Mate, ich persönlich mag es nicht. Weil es so schön war, kippen wir das Ganze jetzt nochmal hinter die Bühne, diesmal unter dem Titel Summer Feeling Mango Mate. Der schmeckt aber auch, glaube ich, anders. Das ist mir schön. Ich glaube, der schmeckt anders. Das ist die Summer Edition 2020. Puh. Eigentlich brauchen wir uns das Ding gar nicht mehr geben. Wir haben meinst du, es ist alles dasselbe? Ich schätze mal, da würden wir noch mehr davon. Der schmeckt aber anders. Ich finde, der schmeckt anders. Ich finde, der schmeckt besser. Der schmeckt ein bisschen besser. Kann aber sein, dass er ein Jahr jünger ist, so gesehen. Er ist jetzt schon ein Jahr alt. Ja, aber ich finde, den kann man sogar trinken. Würde ich, ich würde es nicht runterkriegen. Würde ich 3 von 10. Ich kriege das nicht runter. 3 von 10. Ich gebe ihm Umsetzung wieder. Umsetzung gebe ich ihm eine 4. Persönlich gebe ich ihm eine 2. Ich krieg's nicht runter. Summer Edition 2018 und 2019. Bis jetzt haben alle relativ schlecht abgeschnitten, ne? Ja, das ist mir aufgefallen. So, also keiner hat irgendwie mal einen Punkt oder was gekriegt. Das ist jetzt Waterbillet, also praktisch das. Ja, also es riecht genauso wie, Ja. Genauso gleich. Warte mal, wann ist denn abgelaufen? Der ist noch haltbar. Das heißt, er ist vom letzten Jahr, Summer Edition 2019. Habe ich von 2018 gar keine Summer Edition mehr. Der müsste aber schon abgelaufen sein, Ultimate. Ja, 27. Mai ist abgelaufen, aber ist ja scheißegal. Kriegt von mir genau dasselbe wie die andere Wasser schon. Ne? Schmeckt zwar ein bisschen lascher, aber. Was sagst du, der ist nicht ganz so süß, ne? Ja, der ist nicht ganz so süß. Habe ich ihm gegeben eine 2, ne? Ich glaube, ich habe ihm eine 2 gegeben. Gebe ich ihm eine 3 hier. Ich glaube, ich hab dem eine 3 gegeben. Ich weiß es gar nicht, um Gottes Willen. Wir werden jetzt ja dann sehen, was du gesagt hast. Auf jeden Fall gebe ich dir einen Punkt mehr. Boah, wir rushen jetzt echt durch aufgrund unseres Akkus, ne? Unsere Speicherkarte. Ja, aber ich würde ihm tatsächlich jetzt, wo du es sagst, auch einen Punkt mehr geben. Ja, also weil er nicht so quietschig süß war wie der andere, ne? Aber ja. Booster Winter Feeling, Honey Lemon haben wir damals auch getestet. Letzten. Auch noch halb. Habe ich letztens auch erst getrunken. Die gibt es ja bei uns im Edeka tatsächlich noch zuhauf, ne? Ja. Siehst du mal, wie gut die Dinger verkauft werden.
Als ich das erste Mal, ich glaube, ich habe durch Robin das erste Mal im Winter letzten Jahres gesehen, dass es wieder eine Winter Edition gibt, weil er mir ein Foto geschickt hatte. Hab gedacht, geil, eine Winter Edition, weil es die letzte Winter Edition 2016 halt Blaubeere Vanille war, habe ich gedacht, gut, ist wieder was Geiles, ne? Dann habe ich gelesen Honey Lemon und dann sind meine Träume dahin geflossen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Booster hole, dann muss ich mir überlegen. Es ist für mich ein Rätsel, warum. Ich mag den Türkei, ja? Es ist mir ein Rätsel, warum. Riecht nach Zahnmedizin, keine Ahnung. Es gibt nicht viele Energy-Drinks, die Honig-Geruch, Geschmack haben. Das finde ich einzigartig. Wenn du den probiert hast, weißt du auch warum. Ich mag ihn nicht. Aber ich bin generell. Was willst du über Nachricht? Scheiße nicht. Ja, so ein bisschen alten Socken, oder so ein bisschen schweißig irgendwie so. Nee, ich finde das ganz einfach. Riech nach Hand. Nach Honig. Ja. Also, es riecht auf jeden Fall nach Honig, ne? Wir haben die 50 Fantas geschafft. Also, ich mag ihn. Ich trinke auch Wolbeck-Tee mit Honig. Also, ich mag es. Okay, der Honig kommt ultra gut zur Geltung. Ja, ja. Aber passt nicht in ein Getränk. Ich mag, also, ich von mir kriegt der Honey Lemon kriegt von mir 10 von 10. Was? Ja, ohne Witz. Aber jetzt das dritte Mal in einem Video, Junge. Ich mag das total gerne. Ich mag diesen Honiggeschmack auch bei Wolbeck-Tee. Ich finde das so geil. Ich finde das lecker. Ich gebe ihm 4 von 10. Kam, wie ich ihn damals verwendet. Also ich mag Honig generell selber nicht, aber ich mag diesen Geschmack irgendwie. Früher mochte ich Honig, aber es ist mir zu süß. Wir haben ihn ja schon mal einzeln reviewt im Winter letzten Jahres und wir haben ihn ja schon mal in so einer Wintergetränkefolge getrunken. Keine Ahnung, was ich ihm damals gegeben habe, kann man jetzt hier eigentlich theoretisch anwenden. Also, wie eben schon gesagt, das was draufsteht, Honey Lemon, danach schmeckt es auch, nur schmeckt es halt mir persönlich nicht. Aber dadurch, dass es halt das verspricht, was draufsteht, gebe ich ihm eine 4 von 10. Ey, ein bitterer Nachgeschmack. Ohne Spaß, der schmeckt jetzt besser als beim ersten Mal. Ja, ja. So, zu guter Letzt. Kommen wir zum i-Tüpfelchen. Richtig, extra Koffein bei Booster. Das Ding ist, wie viel Koffein ist hier drin? Weil du kannst ja maximal 32 Milligramm. Koffeingehalt 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Laut Gesetz darf Booster hier nicht mehr reinmachen. Extra Koffein. Da ist schon das Maximum drin. Hier sind 25 Milligramm pro 100 Milliliter drin. Achso, warum? Weniger. Ja, aber du musst bedenken, es ist kein Energy-Drink, es ist eine Cola. Trotzdem ist ja nicht extra Koffein dann da drin. Doch, weil... In Bezug zu einer normalen Cola. Genau, weil du musst mal gucken, was so eine normale Cola an Koffein hat. Ja, das wesentlich weniger. Und hast du immer noch weniger wie ein Energy-Drink? Es ist aber eine Cola mit mehr Koffein. Ist bei dir gerade alles etwas einschläfernd? So kurz vorm Wegdösen? So spontan wie ein Fahrplan? Dann lass den Affen aus dem Käfig und gönn dir den extra Kick Koffein. Ich finde, du kannst dem auch gar nicht mit dem Booster Cola vergleichen. Der ist viel leichter. Kannst du nicht vergleichen. Was ich liebe, sind diese Tabs und Tops. Ich liebe diese Öffnung, diese breitere. Die haben viele tschechische Dosen tatsächlich. Fokussier doch. Aha. Und die haben halt... Scheiße. Die haben halt alle eine andere Öffnung oben, ne? Ich liebe das. Öffnen wir die ganze Schose einfach mal. Ich weiß jetzt schon, was ich dem geben werde. Ich weiß auch, was ich dem geben werde. Es ist, ich finde, ohne jetzt... Riecht geil. Ohne jetzt pushen zu wollen, es ist die beste Cola, die ich je getrunken habe. Unnormal geil. Ja. Wir wollten ja mal so einen riesigen Cola-Test machen. Problem ist nur, wir haben, also nach einer Auflistung von was es alles Cola gibt, haben wir festgestellt, dass es über 200 verschiedene Colas gibt. Wird ein bisschen viel vielleicht. Dann haben wir so festgestellt, dass es vielleicht ein bisschen viel wäre. Aber vielleicht schneidet man das irgendwann alles in einem Video. Alter, so 3-4 Stunden. Riecht geil. Riecht einfach geil. Es riecht geil, es schmeckt auch echt mega geil. Es ist die beste Cola, die ich je getrunken habe. Ja, die schmeckt geil. Die und Coca-Cola liebe ich. Die ist so intensiv und die hat auch so schön viel Kohlensäure. Ja, die hat ja kaum bis gar keine Kohlensäure. Ja. Wie gesagt, also... Die beiden kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Booster Cola und die beiden hier. Für mir Cola. Ich gebe ihm eine 10 von 10. Kriegst du auch 10 von 10. Krasser Scheiß. Welche davon? Ja, die haben alle, im Grunde genommen haben die alle relativ schlecht abgeschnitten. Bis auf Normal Booster. Für mich Honey Lemon und Real Cola. Die anderen waren alle immer so durchschnittlich. Ne? Ich fand nur Booster Original mit Zucker und Booster Real Cola geil. Der Rest war für mich nicht so geil. Dementsprechend wird nach der Abmoderation eine Videosequenz folgen, in der wir die alle aus dem Fenster kippen. Ich finde, das hat aber auch ganz schön nachgelassen. Ich meine, früher hat man ja wirklich immer Booster getrunken und auch gerne. Und
es ist halt günstig oder so, aber es gibt mittlerweile genug Alternativen, die wesentlich besser schmecken, weil ihr habt ja Crazy gesehen, Wolf ist eine geile Alternative, Kong Strong ist mittlerweile auch, die machen sich alle, ne? Ja, die sind geschmacklich echt teilweise manchmal so ein bisschen besser, also für die 12 Sorten, da kannst du vielleicht ein, zwei empfehlen, die anderen sind für ein Po. Die kann man sich holen, aber die schmecken halt einfach nicht mehr so gut, irgendwie, richtig. Leider. So, Freunde, würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Anschauen, wie diese Scheiße weggekippt wird. So, ich wusste jetzt nicht, was ist mit Juicy und Exotik? Wolltest du die noch trinken oder nicht? Ja, kann ich ja mitnehmen. Ja, nimm sie dir mit. Die habe ich jetzt voll gelassen, die beiden hier. Warte, ich hole die Kamera mal wieder. Vielleicht mal her. Erstmal ein bisschen Wasser nachstehen. Ich habe jetzt echt nur einen Zuckermund. Kennst du das? Ja, so die möchte ich haben. Die möchte ich haben. Die ist der. Ja, Honey Lemon magst du ja auch. Die kannst du dir theoretisch alle mitnehmen. Mhm. Was ist mit Cola? Weil ich die hier. Absolut Zero? Mhm. Scheiß Bahn, ich muss mal. Was geht? Die ist leer. Kannst du dir die viel mitnehmen? Tschüss! Wir haben noch genau 8 Minuten Speicher. Passt perfekt. Mhm. Musst du mit Wasser nachspülen?